Also, wie ich zum Fußball gekommen bin, ist eigentlich ganz witzig, weil aus meiner Familie wirklich niemand Fußball spielt. Seit damals beim Kindergarten, ich wohne am Berg oben, bei uns einen Fußballplatz gehabt. Der ist mehr schräg so in Kuhwiese eingebaut gewesen, sagen wir es mal so, weil es wirklich ein riesen Acker gewesen. Und wir haben uns dann amigs halt in der Pause zwischen der, also der 9. Pause statt der 9. gegessen, ist man halt auf den Fußballplatz direkt shooten, go kicken. Und es ist amigs noch ausgelost worden, wer von oben runter bzw. unten rauf muss spielen. Das hat auch noch einen wichtigen Faktor mitgespielt. Und ja, ich wollte eigentlich mega oft auch ins Goal wollen. Ich habe dann auch meine Eltern überredet, dass sie mich mit in die Fußballschule schicken. Und durch ein bisschen Connections konnte ich dann auch schon mit 5 dort hingehen, anstatt erst, wo es erst eigentlich ab 8 gewesen wäre. Und habe dann auch ein super schönes Liebling bekommen, damals noch, also vom richtigen Ronaldo mit dem 9. Und auch seine Schuhe, alles gelb, grün. Brasilien ist so, wow, die Mannschaft. So ein bisschen Modefan, würde man heutzutage sagen, aber zu dem stehe ich jetzt. Und ja, so hat eigentlich alles angefangen, wirklich im Quartier mit meinen Freunden und Kollegen. Und ja, so hat sich dann alles entwickelt. Im Herbst vor der WM ist dann so ein bisschen zur Sprache gekommen. Dann hat Simo und Martina halt mal mit meinen Eltern und mir dann mal geredet nach so einem Training. Und ich habe auch so ein bisschen gesagt, ja, die Chancen stechen ziemlich gut, dass ich mitfahren kann, weil dazu mal auch Sandy Mendli leider verletzt war und so im Zentrum so ein bisschen jemand noch gefehlt hat. Und meine Eltern und ich konnten dann eigentlich nicht so glauben, weil ich zu dem Zeitpunkt bin ich, ja, 17 bin ich erst. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen wissen, ja, prozentmäßig und so. Und sie haben gesagt, nein, also die Chance ist dann wirklich ganz gut. Und wenn alles gut läuft und ich eigentlich so weit gesund bleibe, darf ich mitgehen. Und dann nach dem Gespräch bin ich natürlich auch wieder so mein Herzgefühl 1500 Puls. Dadurch, dass ich halt wirklich immer dabei war, auch wenn ich nicht so viel gespielt habe, zum Beispiel an der WM, oder jetzt auch wirklich noch nicht so zu der wirklich Stammelf gehören, ist wirklich jeder Zusammenzug und jedes Erlebnis gewinnt man so an Erfahrung, vor allem auch in jedem Training, finde ich, wenn man mit so guten Spielerinnen sich darf, also mit ihnen darf zusammenspielen. Darum würde ich schon sagen, dass ich da dank all diesen Erlebnissen schon mit einer gewissen Erfahrung darf hingehen und wo ich auch natürlich mega froh darum bin, dass ich diese Erfahrungen alle schon jetzt in dieser kurzen Zeit sammeln durfte. Also da bin ich wirklich sehr dankbar.